Tiere und Pflanzen auf der Wiese. Was eine schöne Wiese. Forscher Hummelbolt ist auf Entdeckungsreise. All die schönen Blumen. Und Hummelbolts Freunde und Nachbarn wohnen hier auch. Wusstest du, dass eine Wiese aus verschiedenen Schichten besteht? Die Schichten sind wie Stockwerke in einem Haus und in allen Schichten leben Tiere. Lass uns die Schichten doch einmal zusammen anschauen. Ganz unten ist die Bodenschicht. Sie ist wie der Keller eines Hauses. Weißt du, was das hier für ein Tier ist, das es sich in der Bodenschicht gemütlich gemacht hat? Ein Maulwurf. Auch Regenwürmer oder Ameisen leben in der Bodenschicht. Und auch Hummelbolts Verwandte, die Erdhummeln, leben in dieser Schicht. Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgaben-Chat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen.